Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Filmvideo. Heute geht es um Montal, Intense Café. Sehr legendäres Nischenparfüm, aber für einen erschwinglichen Preis. Ich finde, Montal-Düfte sind günstiger als die Chanels. Chanel-Düfte sind einfach teurer als Montal-Düfte. Und das, obwohl Montal eine orientalische Nischenkompanie ist. Weil Düfte wurden eigentlich für den orientalischen Prinzen erstellt, die Montal-Düfte. Da ist eben halt der Ursprung. Viele Düfte von Montal sind oudlastig, orientalisch, zur synthetischen Note. Intense Café jedoch ist anders geil. Und zwar ist es ein richtig schöner, intensiver Gourmand-Duft mit einer orientalischen Rose. Und diese Rose, das ist eher eine junge Rose, keine Oldschool-Rose. Die ist eher jünger. Jünger und moderner. Und das Lustige ist, diese Rosennote erinnert mich voll an Delina. Es ist kein Jub zu Delina, um Gottes Willen nicht. Delina ist ja fruchtig und hat auch diese Moschuskomponente. Bei Intense Café geht das eher in eine Gourmand-Richtung. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Parfüm riecht einfach genauso, als würdet ihr ein Rosenparfüm tragen. Setzt euch ins Café, stellt halt einen Kaffee und die Röstaromen sind in Luft. Diese Aromen von frisch gebrautem Kaffee. Und dann packt ihr einfach noch guten Schuss Vanille in den Kaffee. Genauso riecht das. Ihr tragt ein Rosenparfüm, setzt euch ins Café, trinkt euren Kaffee mit Vanillesirup. Das ist das Parfüm. Literally. Ich sprühe es jetzt mal. Eigentlich braucht man da nicht so viele Sprüher von. Aber ich mag den Duft einfach. Ha, gerade beim ersten Sprühen, diese Rostaromen. Die Rostaromen von so einem Kaffee kommen direkt zum Vorschein. So einer richtig süßen, tollen Vanillenote. Und später kommt die Rose mehr zum Vorschein. Wirklich, so eine richtig junge, moderne, verspielte Rose. Ups. Epic Fail. Und ja, das kombiniert eben halt mit diesen Gourmand-Noten. Führt dazu, dass das Parfüm sehr vielseitig ist. In allen Situationen tragbar ist. Weil Rose geht immer. Wenn du so einen starken Gourmand-Duft hast, naja. Kannst jetzt nicht überall tragen, aber durch die Rose das ist eben halt richtig schön ausgeglichen zwischen den Gourmand-Noten, der Süße und eben halt das typisch feminine Blumige. Weil diese Rose, ja, die mag jung und verspielt sein. Sie gibt auch eine feminine Eleganz dazu. Sodass das Parfüm kein reines gourmandiges Kaffeeerlebnis ist. Es gibt auch von Montal Ristretto Intense Kaffee. Das ist dann eher so ein dunklerer, kaffeelastiger Duft. Da kommt die Rose eben halt nicht so stark zum Vorschein. Da ist die Betonung eher auf Kaffee, ist dann eher so ein Espresso. Richtig intens. Aber das hier ist eben halt viel besser, weil es eben halt ausgeglichen ist. Jetzt kann ich an der Stelle auch mal Duftnoten einblenden. Ihr seht, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Klar, Moschus ist ja auch drin. Aber nicht so stark wie bei Delina. Der Ember kriege ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Wirklich nicht. Weil Emma hat ja immer so ein bisschen was Meeresartiges, Salziges. Ist hier nicht drin. Definitiv nicht. Also ja. Rosenduft mit einer Good Morning Kaffee Experience und einem grünen Schuss Vanille. Das ist eigentlich der Duft. Hat nicht viel Duftnoten. Ihr habt es ja eben wahrgenommen. Und genauso simpel ist das Parfüm auch. Simpel, aber funktioniert und ist super schön. Und ich weiß auch, dass ganz viele Promis diesen Duft tragen. Also wirklich beliebt überall eigentlich. Nicht nur in der Parfümszene, sondern auch Promis tragen diesen Duft. Von daher ein Nischenparfüm, was es in den Mainstream geschafft hat. Kann man eigentlich so sagen. Da stelle ich mir wirklich
So eine richtig elegante Frau vor, die einfach im Café sitzt. Muss gar nicht richtig krass aufgestylt sein. Die weiß einfach, ich bin sexy, ich lass mir gut gehen, ich trinke jetzt in Ruhe meinen Kaffee und die Leute, die kommen schon zu mir. Das ist Parfüm. Gut, kommen wir jetzt zur alten Bewertung. Montal Intense Café, dieser Duft, der bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Sie ist super komplex, relativ straightforward, deswegen gebe ich 9 Punkte. Aber es ist so schön, so wärm, so cozy. Wenn man in so einem Café vorbeigeht im Winter, du riechst diese Röstaromen, dann wärmt dich das innerlich auf, fühlt sich geborgen. Genau das macht das Parfüm. Fühlt sich geborgen, hat strahlende feminine Eleganz aus. Du hast trotzdem noch diese Vanille-Sexiness dazu. Ist einfach schön ausgeglichen. Von daher, echt ein Masterpiece von einem Duft. Wirklich. Deswegen, 9 von 10. Kommen wir nun zur Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist wie bei allen Montal-Düften ziemlich krass, hält nämlich 15 Stunden. Ich habe das mal am Abend gesprüht und ich habe ja Hypersomnie, schlaf extrem lange. Und dann konnte ich das am Morgen noch wahrnehmen. So stark ist dieses Parfüm. Die Sillage ist allerdings jetzt nicht so krass. Die ist schon stark, aber nicht raumfüllend. Die ist genau so, dass es den Leuten nicht auf den Geist geht. Also ich würde sagen, es ist ein starkes Sillage, aber jetzt nicht Angel oder Black Afghano Niveau, wo wirklich die Leute komplett umgeschmissen werden vom Duft. So ist es nicht. Ist genau richtig für die meisten Menschen. Deswegen erfreut dieses Parfüm sich auch großer Beliebtheit. Ich gebe 8 von 10 für die Sillage und die Haltbarkeit kriegt natürlich 10 von 10. Ist ja mal sowas von klar. Der Flakon. Es gibt Leute, die hassen die Montal-Flakons. Ja, Aluminium ist voll leicht. Manche Leute sagen, oh mein Gott, habe ich überhaupt ein Original? Ist da überhaupt der Flakon voll? Sind ja richtig leicht. Aluminium und sehen kein Dorf aus wie ein Deo. Deswegen mögen manche die nicht. Aber ich finde, dadurch, dass Aluminium ist, hast du eben halt den Sonnenschutz. Der Duft wird niemals schlecht, auch bei grausamer Lagerung nicht. Weil dadurch ist Wärme und Sonnenlicht geschützt durch Aluminium. Schon mal super gut ist. Und ich mag einfach hier bei Intense Café diese Lila-Gold-Kombo. Es hat immer was Edles. Lila-Gold oder Lila-Gelb. Voll die schöne Farbkombo. Gefällt mir einfach. Hier unten steht halt der Name, Intense Café. Hier ist das Montal-Logo. Und hinten ist nichts. Es gibt so, sie sehen nur ein bisschen billig aus. Bisschen wie ein Deo. Und ich mag das Ding hier überhaupt nicht. Weil ihr seht, wie es rumrutscht. Ihr merkt, wie es klimpert. Und es fliegt mir einfach mal ab. Ich ziehe nicht fest. Jetzt habe ich es in der Hand. Von daher, mixed feelings. Aber da ich die Farbkombo und den praktischen Nutzen einfach mag, gehe ich bei 7 von 10 Punkten. Für den Flakon. Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Montal ist eine Nischenmarke, die Düfte echt für einen guten Preis verkauft. Ich hatte Glück, ich habe es für 108 Euro bekommen. Aber in den meisten Parfümerien kriegst du es auch schon für 120 Euro. Und ich sag mal so, Chanel 100 ml, Dior 100 ml bis 250 Euro. Von daher Designerpreis, obwohl es nicht immer Parfüm ist. Das ist schon mal ziemlich geil. Deswegen 8 von 10. Die Düfte haben eine krasse Performance, besser als von Chanel. Weil Chanel-Düfte performen meiner Meinung nach nicht so gut. Dior schon, aber Chanel in der Regel weniger. Ich weiß nicht, was da der Deal ist. Aber meiner Meinung nach performen die Chanel-Düfte einfach nicht. Sei es jetzt ein Chance au Tendre, ein Chanel Sport Extrem
Alois war extrem. Performt alles nicht, sind tolle Düfte, aber es performt halt nicht. Und das für diesen krassen Preis. Kriegst du eben halt halb und halb mehr, deswegen 8 von 10 plus Preis-Leistungs-Verhältnis. Kommen wir jetzt zur einzelnen Situation, wo das Parfüm am besten trägt. Der Witz ist, dieses Parfüm ist perfekt für alle Situationen geeignet. Wirklich, außer Sport. Für Sport ist es natürlich nichts feminin, sexy, elegant, gourmandig. Es passt sich zum Sport, aber für Partys, für Abende, für Dates, für Mädelsabend, für Freizeit, für Alltag, für einen Job, perfekt geeignet. Wirklich, für alle Situationen fantastisch. Eins der vielseitigsten Parfüms und das sogar im Nischensegment. Liegt vielleicht daran, dass so ein Allrounder ist, vor allem ein bisschen was hat und das ein Mainstream-Nischenparfüm ist und das jetzt auch nicht zu viel Duftnoten hat. Von daher, clever gemacht, für so ziemlich jede Situation perfekt geeignet. Eins der vielseitigsten Parfüms ever. Eignet sich daher auch super gut als Signature Scent. Darum tragen auch viele Promis wahrscheinlich Intense Kaffee, weil es eben halt vielseitig ist und alles abdeckt. Für wen ist dieses Parfüm? Theoretisch ist das ein Unisex-Parfüm, aber durch die Rosennote, durch diese gourmandige Süße, finde ich, ist das eher ein Frauenduft. Sagt die, die alle Parfüms als Unisex abstempelt, außer es geht zu sehr in eine Richtung. Ich weiß, man kann das auch als Mann tragen, aber ich würde schon sagen, es geht in eine feminine Richtung. Von daher, ja. Für welches Alter ist das Parfüm? 18 plus, würde ich sagen, kann man das nicht an eine 16-Jährigen vorstellen. Aber so, 18 bis 70. Also, auch da ist es ziemlich vielseitig. Von daher, wieder ein Pluspunkt für dieses Parfüm. Nicht so vielseitig ist es, wenn es um Jahreszeiten geht. Weil, ganz ehrlich, diese gourmandige Kaffeesüße, die wir zu eher in kalten Tagen haben, wo du dich am liebsten ins Bett kuschelst, bedeutet, dass eher was für Herbst und Winter. Definitiv nicht für den Sommer und Frühling. Vielleicht an kalten Frühlingstagen, aber mir auch nicht. Gut, abschließend. Fazit. Montal Intense Café ist ein Nischenparfüm zum Designerpreis. Viele Promis tragen das und das nicht ohne Grund. Denn es ist ein super schönes, vielseitiges Kaffeeparfüm mit einer eleganten, verspielten, modernen Rose für den femininen Touch und eben halt eine Vanillesüße. Stell dich vor, ihr würdet im Café sitzen, trinkt einen Kaffee mit Vanillesirup und tragt ein Rosenparfüm. Das ist das Parfüm. So riecht es. Starke Sillage, starke Performance. Was willst du mehr? Insgesamt kriegt Intense Café von mir 10 von 10 Punkten. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Es performt gut. Es ist nicht allzu overpriced, was mit anderen Nischenhäusern vergleicht. Clive Christian Roger oder so. Kriegst 5 von 3 für. Und die performen teilweise besser als Clive oder Roger. Also, ich bitte euch. Von daher, wirklich empfehlenswert. Kriegt den CC-Stempel und ich finde es wirklich einfach nur klasse. Eins der schönsten Gourmand-Parfüms, eins der tollsten Kaffee-Parfüms. Es gibt auch nicht wirklich viele Kaffee-Parfüms, von daher in der Hinsicht schon sehr unique. Auch wenn es nicht viele Inhaltsstoffe hat. In diesem Sinne würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch das Review gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und schreibt gerne eure Meinung zum Montal Intense Café in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und bis dann. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast,
kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!